Hallo und herzlich willkommen zurück nach Troja in Final Fantasy 4 The After Years. Wir haben die nächste Geschichte angefangen und zwar rund um, ich muss erst den Namen nochmal gucken, Palom, genau, denn bei dem Namen tue ich mich immer schwer, Palom, Porum, Sorum, Hierum und so. Und ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Waren wir dann eigentlich schon im Inn gewesen? Haben wir uns hier schon mal umgesehen? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. Ich weiß, dass wir im Groben die Stadt schon erkundet haben. Aber nicht, ob wir schon hier komplett waren. Aber ich glaube, so einen Itemladen habe ich auf jeden Fall. Was war hier? Ach so, die Schenke. Das Wasser und die landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind hier fantastisch. Esst so viel ihr wollt, ja? Oh, wenn du das bezahlen kannst. Ach nee, Mist, ich muss ja zahlen. Tut mir leid. Aber wir waren uns nicht nur Tut mir leid. Aber wir waren noch nicht ganz fertig. Könntet ihr später noch einmal wiederkommen? Ja, Leute. Prägt euch den Mann ein. Kenner vom Vorteil werden sich jetzt was denken können. Willkommen. Okay, ich kann es euch jetzt schon zeigen. Ja, man kann einen Mitgliedsausweis wieder kaufen, wenn wir 2,5 Gilde hätten. Habe ich nicht und da müssen wir aber später noch rein, denn da gibt es diesmal was Geileres als im Vorgänger. Später, wenn ich das Geld habe. Seht ihr die Mädchen hier? Seht ihr sie? Etwas Besseres kann euch gar nicht passieren. Ich brauch wohl mal. Ich glaube, solche Leute sollte ich nicht mehr synchronisieren. Ich bin Stammgast in dieser Schenke, seit sie eröffnet wurde. Umgeben von all diesen wunderschönen Damen. Das Leben ist großartig. Tut mir leid, aber niemand setzt sich auf meinen Barhocker. Hier muss man um jeden Platz kämpfen. Junge, was für ein Barhocker? An der Bar gibt's keinen einzigen Hocker. Alter, hast du schon so viel Gebecher, dass du das nicht mehr mitkriegst oder was? Hallo Fremdling, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ja, ja. Die Welt ist wirklich eine hübsche, was? Ja. Oh, nicht schlecht, schon vergeben. Was? Möchtet ihr heute mein Begleiter sein, mein Lieber? Ach, jetzt lasst doch diese schmutzigen Blicke. Nein, danke, ich gehe dann lieber mal. Stimmt, das war hier so eine Art Freudenhaus. Man muss schon Geld haben, um hier zu leben. Mein Freund, das ist nicht billig, so viel ist sicher. So. Es wäre echt nett, wenn mir hier mal eine neue Handtasche kaufen würde. Ja, schön. Ho, 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 ich kaufe euch was immer ihr wollt, meine Liebe. Naja, ne? Das sind die richtigen hier. Ich muss diesen Wein von unten holen. Mach's doch. Und dann zack, ein kritischer Treffer. Ach, der arme Goblin wusste nicht, wie ihm geschah. Dieser Gott erzählt mir schon seit Jahren immer wieder dieselbe Geschichte. Ich bin's leid. Dann such dir halt einen anderen. Gott, hier wird's ja wohl noch einen anderen geben, den du ausnehmen kannst. Wie wär's denn mit, hier, mit dem da, ne? Selbes Alter in etwa. Ist ja bei dem Ort Namen Troja, muss ich mal an den selbigen Film denken, der übrigens cool war. Ich meine hier, was mal gehabt zu haben. Ich habe gehört, dass Baron von Monstern angegriffen wurde. Ist das wahr? Ja, ja, ja. Doch schon. Hier gibt es nichts versteckt. Was soll denn das? Ja gut. Wie erscheint, kommen die angehenden Priesterinnen bei ihrer Ausbildung voran. Ja, und eine werde ich das auch gleich ausbilden. Aber komisch, beherrscht doch keine Weißmagie.
Warum soll ich sie ausbilden? Ja, ich gehe ja schon rein. Ich glaube, hier liegt echt nichts mehr. So, der Chef ist da. Oh, das ist die Schuckebuffer. Das Wasser und die Natur, mit denen wir gesegnet sind, machen das Züchten von Gemüse zu einem Kinderspiel. Das ist ein Teil des Grundes, warum hier in der Gegend viele Leute Schokobos züchten. Ja, ja, ja. Aber ich möchte jetzt gerne wissen, warum die Schwarzen ausgestorben sind. Habt ihr sie alle gegessen, oder was ist das? Wo steht er? Schokobos sind allen befreundet. Bitte seid nett zu ihnen und esst sie auf. Ja, wir sind nur noch zwei. Schokobos sind wirklich süß, obwohl sie ein wenig riechen. Ja, du auch. Wusstet ihr, dass wilde Schokobos fliegen können? Das ist wirklich wahr. Ja, aber nur die Schwarzen. Hier ging's doch mal... Boah, geh doch mal durch, du Herbert. Oh, mach ich doch. Ach, vielen Dank, dass ihr alle Hallo gesagt habt. Oh. Eta, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich hab's einfach aus Anstand gemacht. Weil hier, Let's Play und so, ne? Ja, cool, gratis Eta erhalten. Geil, warum nicht? Nehme ich gerne an. Okay, so, Citizen ist fertig. Wir können dann also jetzt die Priesterin schnappen. Irgendwie klingt das komisch, ich weiß. So, nebenbei habe ich mir gerade ein Gläschen Cola gegönnt. Man darf ja hier nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben, das ist ja, ne? Kann höchst gefährlich sein, gerade beim Let's Playen. Hallo. Willkommen auf der Burg Troja. Ach ja, das war ja die Burg mit nur Frauen, ne? Ihr müsst Palom sein, der Schwarzmagier. Bitte kommt herein. Oh mein Gott, ich höre mal weibliche Stimmen. Naja, ich werde nicht jeden ansprechen, aber die. Die Priesterinnen widmen ihr ganzes Leben den Göttern. Bitte beleidigt sie nicht. Die Priesterinnen warten auf euch. Was? Nein, ich bin nicht einfach nur eine alte Frau. Vielen, vielen Dank. Ich bin die Kanzlerin von Troja. Wisst ihr, wie ungehobelt von euch. Ist ja gut. Vorher möchte ich gerne gucken, ob sie die Schatzkammer hier wieder aufgebessert haben. Nee, da war sie nicht. War die nicht hier lang irgendwo? Hä? War die überhaupt hier? Ich denke schon, oder? Was hier? Ja, das sieht gut aus. So, erstmal Speicherpunkt. Warum nicht? Das war nicht das, was ich zuerst wollte, aber... Achso, ich habe noch keinen gefunden in diesem Spiel. Durchgang mit ihm hier. Okay, dann... Ja, ich hätte schon gespeichert. Sag mal! Hab ich's jetzt. Sag. Ach so. Gut, dann gucken wir an der anderen Seite auch noch rein. So, mal rüberhüpfen. Ach, ich mag die Musik. Glaub, da war noch Nobuo Uematsu beteiligt. Ich bin mir jetzt aber echt nicht sicher. Ob er in After Years auch noch am Werk war. Und die haben aufgebessert. Oh. Was? Was hab ich gemacht? Was war das? Ah! Eine Potion! Eine Potion? Komm mit. Oh, okay. Ach, sobald. Ach so, das wird einfach Etagen öffnen. Also, ja. Okay. Statt einfach alles gleichzeitig zu öffnen, ne? Goldnadel, Jungfernguss. Irgendwie. Vorgänger hatten die geileren Loot hier gehabt. 300 Gold, ja, nehme ich mit. Königsschwitter, ja. Geheimgang, nein. Okay, ja.
Schön, schön, schön. Was gibt's denn hier noch zum Wegschnappen? Geh ich gleich rein. Was bring ich denn jetzt? Ah, hier war die fette Schatzkammer. Unsere Schatzkammer liegt voraus. Sie ist hier doch seit einiger Zeit nicht in Gebrauch. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Wahrscheinlich ist das die Rache, weil ich sie damals geplündert habe. Und die ist sind immer noch die leeren Kisten. Super. Füll die doch mal wieder. Ach komm. Das ist doch schade. Ich wollte jetzt gerade fett looten. Na ja, gut. So, einen Weg haben wir ja noch. Ah. So. Dann gucken wir mal. Ah, eine High Potion. Oh. Welch noble Geste. Das war's? Gut, da war's. Nehme ich auch. So, dann können wir uns jetzt endlich mal der Arbeit widmen. Vielen Dank, dass ihr nach Troja gekommen seid. Es muss eine lange Reise gewesen sein. Und damit ist nicht einmal die Hälfte gesagt. Ich bin mir sicher, ihr seid euch über den Grund im Klaren, warum wir den Ältesten von Mysidia gebeten haben, euch hierher zu schicken. Ausbildung der Priesterinnen, richtig? Mit wem habe ich es, wer es in Kapschon? Mit wem werde ich also arbeiten? Ich dachte, es wären alle 8 Priesterinnen Stellen in Treue besetzt. Eine unserer Gruppe ist... Eine unserer... Was? Gruppe? Eine ganze Gruppe ist krank geworden. Egal. Eine unserer Gruppe ist krank geworden, fürchte ich. Die Priesterinnen von Treue können ihre Aufgaben nicht richtig erfüllen, wenn nicht alle 8 wie eine dienen. Sorry, ich habe aus Versehen auf Pause gedrückt. Ach, im Wesentlichen braucht ihr also eine neue Priesterin. Und zwar schnell. Genau wie ich sehe, hat der talentierte Magier von Mysidia einen sehr scharfen Verstand. Also, wer wird das sein? Bitte tritt ein, Leonore. Ja, sie braucht definitiv etwas Ausbildung. Was? Habe ich dich beleidigt? Nein. Leonora ist vor etwa 8 Jahren in Trojan gekommen. Sofort zeigte sie Interesse, sich den Priesterinnen anzuschließen und hat sich seitdem immer wieder im Dienst hervorgehoben. In Anerkennung ihres Talentes möchten wir sie für die offene Stelle vorschlagen. Schon gut, genug vorgestellt. Wenn sie so talentiert ist, warum braucht sie dann noch eine Ausbildung? Wie kann man wissen, dass man Talent hat, wenn man nicht einmal eine ordentliche Ausbildung zur Priesterin bekommt? Tja, also... Abgesehen davon, ist es nicht eure Aufgabe, das Mädchen auszubilden? Jetzt wirst du aber unhöflich. Die Priesterinnen sind damit beschäftigt, ihre täglichen Aufgaben auszuführen. Und da eine von ihnen krank geworden ist, sind es nur 7, die ihre Nation dienen. Schon gut, das war deutlich genug.
Aber seid ihr sicher, dass ich der Mann bin, den ihr braucht? Die Aufgabe einer Priesterin ist es, ihrem Kristall zu dienen, richtig? Wolltet ihr da nicht eher, dass sie in Weißmagie ausgebildet wird? Da habt ihr den Falschen erwischt, wenn ihr erwartet, dass ich mich mit Weißmagie auskenne. Was? Er hätte wirklich Pogrom schicken sollen, um sich darum zu kümmern. Nein, das ist schon in Ordnung. Hä? Weißmagie oder Schwarzmagie. Beides kann mir die mentale Ausbildung bieten, die ich brauche. Ich bin mir sicher, dass der Älteste von Mysidia sich etwas dabei gedacht hat, als er euch schickte. Sieht ganz so aus. Dann, Lord Palom, bitten wir euch hier mit Leonora zum Turm der Prüfungen zu begleiten. Zum Turm der Prüfungen? Er liegt südlich von hier. Wenn Leonora seine oberste Etage erreicht, ernennen wir sie zur Priesterin. Wird erledigt. Ich freue mich schon auf die Ausbildung bei euch, Lord Palom. Anwärterin Leonora hat sich der Formation angeschlossen. Und hier haben wir direkt mal einen kleinen Logikfehler, denn der Kristall leuchtet still vor sich. Nein, das nicht, aber denn am Ende, also im Prolog, im Epilog von Teil 4, sieht man nämlich, wie Palom, ich muss ja mal nachgucken, wie Palom nämlich in, ich glaube, Troja oder Mysidia, ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall ist er halt in einem von beiden Dörfern, Städten, was auch immer, und hat nämlich schon Bekanntschaft mit Leonora geschlossen und sich auch schon in sie verliebt. Ja, liebe Leute, deswegen ist es nämlich hier eine Logiklücke, dass er jetzt hier so, oh, was, wer bist du denn? Oh, ja, wir kennen uns noch gar nicht, wir treffen uns jetzt gerade zum ersten Mal. So, ne? Das ist etwas Falsche gerade. Und dass er sie dann jetzt auch noch ausbilden soll und so. Vor allem, warum, was? Level 3 ist die erst? Alter, die muss ich ja noch leveln. Wisst ihr, ne? Erst krieg ich ja gar keine Weißmagierin im gesamten Spiel, ne? Und dann kriege ich eine Level 3er Weißmagierin. Zumindest habe ich ja den alten Stab von Palom geben können. Oh Mann. So eine Runde MP auffrischen, als hätte ich es nötig. So, das heißt, ihr habt gehört, wir müssen zum Turm, damit sie ihre Prüfung machen kann. Auf geht's! So. Süden hieß es. Achso, ich könnte da ja auch durch. Ja, da ist er auch schon. Ach komm, nochmal speichern. Ich mache erstmal einen Kampf hier draußen, damit sie erstmal ein stärkeres Level hat als 3. Und dann gehe ich mit ihr rein. Ja, unterbrech mich halt. Na super. Weißmagie ist stärker, aber Schwarzmagie ist schwächer. Das Problem ist, ich habe eine schwache Weißmagierin da und einen starken Schwarzmagier. Verdammt! Vollmond bräuchte ich. Ach, das kriegen wir schon hin. Ist ja nicht so, dass ich jetzt gar keinen Schaden mehr mache, ne? Wenn ich einen Feuerer mache, dann sollte das zumindest die trotzdem wegbrezeln können. Okay. Ich hätte es mindestens 1-2 Level erwartet von ihr. Ach du Scheiße. Boah. Okay, nee, Leute, ich gehe es rein. Wenn ich aufs Maul kriege drinne, werde ich tatsächlich ausqueren nach dem Part eine Runde leveln mit ihr. Ich meine, irgendwo im Turm gab es wieder so eine Art Levelstelle. Und mit Levelstelle meine ich, dass da ein Krug steht, wo man sich jedes Mal kostenlos heilen kann. Und
den werde ich, falls wir es schon in diesem Part schaffen, dann natürlich nutzen zum Leveln. Das ist der Turm der Prüfungen. Was ist denn überhaupt ganz oben? Das monastische Siegel. Du nimmst das in dir also. Komm zurück und bist dann eine Priesterin? Ja. Wenn es weiter nichts ist, ist ja easy. O großer Erdkristall, der du uns mit den großen Gaben des Landes gesegnet hast, für das klare Wasser und die üppigen Wälder, die du uns beschert hast, biete ich dir unseren Dank und unsere Gebete. Gut, ich bin froh, dass du deine Gebete wenigstens beherrschst. Ja, seid ihr bereit zu gehen, Lord Palo? Lass mich zuerst etwas klarstellen. Ja? Könntest du diesen Lord Palomist einfach sein lassen? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gleichaltrig sind. Ich bin sogar 2 Jahre älter. Ach ja, gut für dich, aber erwarte nicht, dass ich die Frau Leonora oder so nenne. Das ist völlig in Ordnung für mich, Lord Palom. Wie ich sagte, genug gelordet. Okay. So kann man es auch sagen. Ja, Palom. Schon besser. Das ehrlich, mir wäre das auch total peinlich, wenn die ganze Zeit hier Lord so und so, Lord so und so. Meine. Ja, Vorschriften hin und her, aber ich finde sowas auch unnötig und peinlich. Gerade wenn man jetzt im, ich sag mal, privaten Umfeld zugegen ist, ne? Also, da wären wir. Ja? Bereit, deine Ausbildung zu beginnen? Sicher! Bitte sag mir, was ich tun soll. Lass uns mit den Grundlagen anfangen. Das hier ist Feuer. Du weißt, was Feuer ist? Was ist das denn? Das ist ein Feuerangriff. Ja, natürlich. Das ist alles. Moment, was? Das ist alles? Komm schon, Leonora. Die haben doch gesagt, du hättest Talent. Das Erste, das du bei mir Magie brauchst, ist die Fähigkeit, ein Bild der jeweiligen Magie zu erzeugen. Das ist auch ein Teil der Idee der Zauberspruch-Transkription. Befreie deinen Geist und erzeuge ein Bild von reinem Feuer. Dann projiziere es in die Realität. Wow, fantastisch! Und jetzt du! Yes! Hier, hast du etwas zum Üben? Und jetzt los! Okay! Feuer! Wilde rote Flammen, die hell lodern, das singende Feuer eines Ofens. Feuer erlernt? So, dann gucken wir mal. Ja, Feuer? Fragezeichen? Ja, ich würde ja echt gerne wissen, was passiert. Okay, komm, wir machen's mal. Wir greifen Bardo an. Halt! Pass auf, wohin du zielst! Sorry, aber das musste einfach mal sein. So, da hat hier die Feuerpuppe. Sah doch aber schon gut aus. Ich frage mich gerade, warum eine Feuerpuppe anfällig gegen Feuer ist. Das ist irgendwie strange.
damit kannst du nicht einmal ein Stück Papier anzünden. Ach, aber es hat gut Schaden gemacht. Ja, Herr Lehrer. Ich gebe mein Bestes. Feuer? Feuer? Okay, das reicht. Okay, nicht übel. Jetzt schauen wir mal, wie gut du dich in einem echten Kampf machst. Ein echter Kampf? Ausbildung hat keine Bedeutung, wenn du sie nicht im wahren Leben nutzen kannst, oder? Kannst du deine Fassung bewahren und das Bild bei einem Monster erzeugen, das dich anstarrt? Das ist der Schlüssel. Die Fassung bewahren. Die Bissung. Was? Die... Die Bissung Du hast sie schon verloren, oder? Nein, ich kann das. Ja. Ach, die Beine sind irgendwie schon knuffig. Neta. Ich glaube, das wird ein wichtiges Item sein, ne? Wir hier Magiebegabten Menschen. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. So, gucken wir mal. Nächster Kampf. Oh, ho, 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 ihr wollt's wissen. Nö, ich lass es mal den Rohre machen. Sie muss sich ja auch mal üben. Falls sie drankommt, bevor er stirbt. Leonora? Muss bei ihrem Namen immer an Lenoir denken. Also, irgendwie, ne? Putzmittel. Kommt doch mal dran hier. So, Feuer, Fragezeichen. Ja, tötet sie doch gleich. Alter, wie oft die drankommen. Mein Gott, ey. Acht. Natürlich. Guck mal, so macht das ein richtiger Magier. Oh, das ist Erfahrung. Dies wollte ich haben. Analyse hatte gelernt. So, und damit ist auch der Part fertig. Wir sehen uns im nächsten Part wieder in Let's Play Final Fantasy 4 After Years. Ich werde ein bisschen Leonora leveln, dass sie zumindest so auf der 10 ist oder so. Ja, bleibt dran, es wird spannend im nächsten Part.